Willkommen zum wohlig warmen Freitag im Sommer und damit zu Wildflowers. Ja, wir müssen... Ach, ich weiß gar nicht, wo wir das... Moment, war das Essen, was wir herstellen müssen? Honigminzdrink, genau. Das sind Lebensmittel. Das heißt, die werden wir dann hier oben herstellen müssen. Frage ist, haben wir das Rezept? Aber ich gehe mal stark davon aus. Oh je, oh je. Also den Honig haben wir noch nicht. Da müssten wir dann noch drauf warten. Aber was ist das denn? Schwarzer Tee brauchen wir noch. Schwarzer Tee, Zitrone und Honig. Schwarzer Tee, Zitrone und Honig. Schreibe ich mir mal direkt auf, damit wir da mal gucken können, wie teuer die Sachen eigentlich sind. So, dann. Oh ja, zu dir komme ich gleich. Ich muss gar nichts, oder? Okay. Wie viele Stunden brauchen die noch? Noch 6 Stunden. Ja, das scheint irgendwie mit dem Regen zu tun zu haben. Ach so, ich hatte, bevor ich ins Bett gegangen bin, noch ein neues Beet gemacht. Hab dann aber festgestellt, dass ich gar kein Zuckerrohr oder was das war habe. Was ist mit dir? Morning! I've got exciting news. I've been named this year's captain of the summer festival. Wow. So, does being captain mean you get to ride on a parade float? No, but I do get to organize everything and make sure the festival is perfect. Sounds like a lot of work. Oh, it is. Francis did it 1 year and almost had a nervous breakdown. Yay, hon. I need your help. The festival is a day-long celebration, culminating in a big bonfire down by the beach. I need wood. Lots and lots of wood. Please bring any you can spare to Thomas. He's volunteered to help assemble the bonfire. Thanks so much. You're the best. Ich wollte gerade sagen, was heißt denn alles, was ich habe? Aber gut, wir brauchen nur 25. Das ist gut. Bring es zu Thomas. Okay, ja, kein Thema. I know you don't sit Shiva, but I wanted to give you this anyway. Thank you, Sophia. As a community, it's our job to come and lift you up in your time of mourning. Okay. Kitty, bleib mal stehen. Listen to that purr. Ja, Kitty schnurrt ganz toll. Immer so eine seltsame Aussage. Okay, früh am Morgen fangen wir die besten Fische. Fangen wir doch erstmal hier an, wenn wir uns überhaupt noch bewegen können. Weil ich sehe nämlich gerade etwas Großes hier im Teich. Darauf warten wir natürlich. Und natürlich beißt erstmal der Kleine an. Na? Oh Leute, ernsthaft? Ich wusste, das war wieder eine Finte. Ich wusste es. Komm jetzt, aber beim dritten Mal. Oh, quick! Nicht zum dritten Mal der Kleine, sondern beim dritten Mal der Große. Das meinte ich eigentlich. Oh, Junge, ernsthaft. Hol doch mal jemand den kleinen Fisch aus dem Wasser. Oh, quick! Gotcha! Eieiei, ein Flusskrebs. Okay, wir schauen mal, ob wir hier oben noch irgendwas... Oh, da ist sogar noch ein großer Fisch dabei. Den angeln wir uns doch auch mal direkt. Weil wir müssen ja immer noch Geld machen, damit wir die Sachen kaufen können. Speziell den Zucker. Es ist jetzt erstmal wirklich... Dauert das zu lange. Und wenn wir jetzt darauf warten würden, wenn wir jetzt erstmal das Geld ausgeben müssten für die... Ja, Zuckerrohr war es, glaube ich. Oh, yes. Und dann wieder warten müssen, bis das fertig ist und so. Das dauert mir ehrlich gesagt jetzt gerade zu lange. So, da ist doch noch was, meine ich doch. Da ist noch ein Pilz. Ist hier nicht gerade irgendjemand rumgelaufen? Die Katze oder so? Ach, die ist jetzt wieder da unten. Na gut. So, ach nee, Hühnerstall kann ich immer noch nicht machen, weil der Idiot ja bis einschließlich Samstag nicht arbeitet, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, warum der überhaupt hier hingezogen ist, wenn er sowieso nie arbeitet.
Okay, wir haben jetzt diesmal leider kein Unkraut, so wie es aussieht. Das ist schlecht. So, das nehmen wir natürlich mal eben mit. Wenn das hier schon so offen rumliegt, doch da ist noch eins. Okay. Aber sonst nichts mehr. Eine Blume haben wir noch. Sehr schön. Zwei sogar. So, dann auf zu Thomas. Bist du wie immer im Garten? Ja, bist du. Auf dich ist Verlass. Sehr schön. Bleib stehen. Here's the wood for the bonfire, Thomas. Thanks. It's really nice of you to help Sophia out. If that's bait, wash ashore, I'm not biting. Well, nice talking to you, Thomas. Wait, I... Ugh, need a favor. How can I help? The summer festival is meant to celebrate the bounty of Fairhaven. Sophia and Angus spend the whole week leading up to it cooking and baking. Sophia asked me if I'd help her with the corn for popcorn. I filled up as many of my plots as I can spare, but it won't be enough. You need me to grow corn? Yep. Here are the seeds. 5 bushels ought to do it. Echt jetzt? Okay. Aber ich glaube, die habe ich auch schon gemacht. So, were you and Lena ever... Oh, Hazel told you about my high school dating life? That was a long time ago, and she moved on. Parker, he's a stand-up guy. But did you move on? Sure. Naja, sie sagte ja, glaube ich, was anderes, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, dass er das sagen muss, ist mir schon irgendwie klar. Sie sagte ja, glaube ich, sie glaubt, dass er noch nicht darüber hinweg ist. Ja, auf die Baumwolle müssen wir jetzt noch warten. Jetzt müssen wir allerdings mal kurz schauen. Ich gucke jetzt hier rechts noch mal kurz. Aber der ist, meine ich, nicht da. Der ist, meine ich... Ja, der ist bis einschließlich Samstag nicht da. Dann... Gehen wir noch mal eben zurück. Ich meine, oben in der Mitte habe ich Mais gepflanzt. Oder? Nee, rechts. Genau, rechts habe ich Mais gepflanzt. Genau, 2 Stück sogar. Okay, das ist wunderbar. Frage ist, ja, ich kann noch einen Wunderwuchstrank drauf machen. So, kann ich das hier auch? Oder habe ich da nicht so viele von? Nee, ich habe nicht mehr so viele. Beziehungsweise, ich habe gar keine mehr jetzt. Okay, dann gehen wir unsere übliche Runde nochmal eben zum Strand, nachdem wir hier oben nochmal geguckt haben, weil ich sehe gerade, da ist wieder ein neuer Fisch drin. So geht das aber nicht hier. Fische gehören hier nicht ins Wasser. Komm mal raus da. Muss immer aufpassen, dass ich auch den richtigen habe. Wieder ein Flusskrebs. Sehr schön. Mit dem können wir auf jeden Fall auch... Achso, wenn ich schon mal hier oben bin. Bevor wir jetzt ganz runterlaufen, können wir dann auch nochmal eben mit den Fischstäbchen machen. Nein, nein, nein. Raus da. Ich habe mich nur verklickt. So. Was ist denn das für ein Grundbarsch? Okay. Ja, den wollen wir nicht. Achso, wir können sowieso nicht mehr. Okay, jetzt kann ich wirklich nur hoffen, dass die eine... Wir gehen am besten erstmal nicht ins... nicht zum Strand. Das kann ich ja dann irgendwie zwischendurch oder am Ende nochmal machen. Sie ist auf jeden Fall da. So, Thomas is the one making the bonfire for the summer festival, huh? I hope he studied the correct fuel placement. You mess that up, and we'll get sad smolder instead of roaring flames. Okay. Dann, sie ist, glaube ich, unten, aber wir reden trotzdem nochmal hier oben mit den Leuten.
When I think summer festival, I think of a packed street, fried food, someone blasting reggaeton out of a window, ya tú sabes. And most importantly, space for me to set up a cute little stall with my latest jewelry designs. But you know, Fairhaven's version is fine too. Okay. Klingt ja nach sehr großem Traum. Ach, da ist der Idiot. You will buy a chick at some point, right? I mean, Otto said I definitely have buyers, so if you don't... I will. I'm just waiting for the right time. Genau, darauf, dass arbeitet. Well, you know where to find me when you're ready. Ich bin ready, aber du Idiot, redest ja nicht mehr, also du verkaufst mir ja nichts. Hey, make sure to follow my Pix2Twit account. I post animal photos every day. Gonna become a Pix2Twit influencer, huh? No. I'm just trying to share my love for my cute little buddies. Mhm. Influencer ist eh kein Job. Erdbeeren, natürlich. Wollen Sie wieder irgendwas? Hatte ich nicht Erdbeeren sogar angepflanzt? Ich bin mir nicht sicher. Hey, I've heard you're helping with the summer festival. Word gets around quickly in this town, doesn't it? Every summer, I make my giant strawberry shortcake for the whole town. It's my own personal mission to make it bigger every year. One day, I'll beat the world record. I need strawberries. Heaps and heaps of strawberries. It would be so awesome if you could spare some. Oh, I hope my flower delivery comes in time. 6 Stück. Natürlich muss ich dann 2 anpflanzen. It's great that Thomas is helping out with the summer festival snacks this year. He usually grumbles anytime someone brings up the summer festival. I wonder what made him change his mind. Ja. Sind da noch neue Sachen dran? Oh ja, Holz. Holz für wen? Für ihn schon wieder. Ja, gut. Ich meine, das können wir ja immer wieder neu holen. Das ist ja kein Problem. It's nice that school is out and I get Vanessa to myself a bit. She really gives so much of herself to those children. Even the ones who are a bit more difficult. Wen er da wohl meint? Okay, jetzt verstehe ich zumindest, warum die nicht in der Schule sind. Die haben jetzt Ferien. That bookseller. He was really close with Grandma, huh? I think so, yeah. But not like that. Ew! Ew! Hey, if they were close like that, good for Hazel. Okay. Und ob das gut für die gewesen wäre, ich weiß es ja nicht. Ist sie... Ja, sie ist noch hier. Was auch sehr unlogisch ist. Ich meine, warum ist sie hier, ist mit unsichtbarer Kreide etwas an die Tafel am Schreiben, wenn gar keine Schule ist? When Angus starts making fruity summer tarts, it's hard to resist buying them all. I wonder if I could get him to try that new plant-based zero-calorie sugar sweetener I read about. Why don't you just eat sugar every now and then? You know, I'm not sure. I'd probably be fine if I did eat some. It just feels wrong. Ja, wenn man versucht, Zucker zu vermeiden, wird man auch sehr schlank. Das kann ich definitiv bestätigen. Der Schuppen ist auch auf. Mit dem reden wir jetzt. Ach, hi. Wenn du mir schon über die Füße läufst, ne? My pa used to love the summer festival. He sounds like a fun guy. Well, yeah. And it put us in the black every year. Folks in Fairhaven can put away a lot of wheat ale on a hot summer night. Und ja, das meinte ich wortwörtlich. Er ist mir über die Füße gelaufen. So, was ist das jetzt schon wieder? Achso, das ist eine Ausschreibung. Ja, ja, klar. Die kann ich ihm geben. Hey now. Thanks. Kein Thema, aber irgendwie hat sich das Herz dadurch trotzdem nicht so wesentlich erhöht, oder? Was war denn jetzt mit, ich kann also anfangen, sobald du mir Bescheid gibst und das Geld stimmt. Nee, das Geld habe ich... Ach so, hatte ich nicht genug Geld dabei beim letzten Mal. Deswegen. Ah. Jetzt verstehe ich. Okay, dann brauchen wir für den auf jeden Fall... Jetzt habe ich natürlich gerade das Holz abgegeben. Violet's selling marigold seeds now that summer started. Did you know that marigolds scare off pests? Something about the way they taste, I guess. So, don't eat any.
Okay. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie beim letzten Mal nicht so ganz verstanden, warum es nicht funktioniert hat. Aber klar, ich habe wahrscheinlich zu wenig Geld dabei gehabt, deswegen hat es nicht geklappt. Finden wir jetzt hier nur eine... Doch, da oben ist auch noch eine Nuss. Das sind sogar zwei Nüsse. Moment, ich sammle erstmal die Nuss. Und dann spreche ich mit der anderen. I just love feeling the summer sun on my skin. It's an all-natural mood enhancer. Nothing like the sun in Los Angeles, thankfully. That light is merciless. Ja, das kann böse sein. Deswegen sollte man auch nicht zu lange in die Sonne gehen. Jetzt kriege ich hier auch noch einen Schluck auf. Das passt ja jetzt schon wieder. So, Shelby. Looking forward to the summer festival, Shelby? It's a bit tamer than the summer festivities I remember from my boyhood. Less music and dancing. Shelby! I didn't know you danced. Oh, I can dance circles around any of you young folk. Okay, was ist das denn? Ach so, er hat auch... Ah, er braucht die Fliegenpilze. Verstehe, okay. Ja, dann werde ich sie ihm wahrscheinlich irgendwann mal verkaufen und werde die dann wieder zurückkaufen, weil ich sie für irgendwas Spezielles brauche, bei meinem Glück. Ah, die sind auch heute soweit fertig. Das ist gut zu wissen. Dann können wir da nämlich auch wieder einsammeln. Ja, 11 Uhr. Da müssen wir auf jeden Fall mal runtergehen, in der Hoffnung, dass die eine auch tatsächlich arbeitet. Aber gestern war sie ja nicht da. Deswegen hoffe ich mal, dass sie heute auf jeden Fall da ist. Ja, gehen wir erstmal kurz... Nee, gehen wir nicht bei ihm. Er hat zu. Okay. Die haben irgendwie alle zu heute. Na super. So, Moment. Wir müssen erstmal mit euch reden. Don't get me wrong, I'm excited for the summer festival. But it also seems... quaint, you know? I went to plenty of block parties in the city. Nobody says anything about pleasing the fairies at block parties. Und sie im Hintergrund so, hallo, hallo, hier, ich brauche die Lieferung. Achso, mit dir hatte ich ja schon gesprochen. Ja, stimmt ja. Ja gut, dann... I gave Thomas the wood you needed. Lovely. Here, this is fresh out of the oven. You deserve it. Wunderbar, das ist doch wirklich, wirklich klasse. Ach so, ja genau, wir müssen noch verkaufen. Weil ich nämlich nochmal vorhatte, in der Mine noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Das kann ich natürlich auch gerne offline machen. Fischstäbchen, genau. Verkaufen Fischstäbchen, habe ich 5 Stück von. Zack. Sind wir schon mal bei 800. Also theoretischerweise... Wenn ich das Holz hätte, könnte ich das mit dem Werkzeugschuppen machen. Nicht weglaufen. Ach nee, mit dir habe ich ja schon... Stimmt, ja, mit dir habe ich ja schon geredet. Dich habe ich gestern gar nicht gesehen. Oh. When my grandpa passed back in Kauai, it was kind of sudden. I didn't get a chance to be with him like you did with Hazel. That's really rough, Kai. I'm sorry. Nah, I'm not complaining. I'm just psyched you did get to say goodbye. So, mit ihm hatte ich auch gesprochen, mit den Kindern noch nicht. Mom keeps telling us to be careful when we play outside. I think it's because Finn broke his arm on the playground last summer. Ooh, oh no, that's terrible. Yeah. You know what's weird? I dreamt it was gonna happen the night before it did. I don't think Mom and Dad really believed me. Maybe it's a twin thing. That's what Dr. Syed said when she was setting Finn's arm. Nee, das ist definitiv kein Zwillingsding, weil ich habe es leider gehabt, dass ich von meiner Grundschullehrerin damals geträumt habe, dass sie im Graben lag und genau in dem gleichen Graben, den ich vorher noch nie gesehen hatte, ist sie dann auch aufgefunden worden. Ich glaube ein paar Tage oder eine Woche später. Hey! Do bugs like lemonade? I want to catch some bugs. And maybe they'd cluster around a cup of lemonade, like they do around porch lights. And why do you need bugs, Finn? For reasons. Mhm.
It's hard to express how much I'll miss Hazel. She's been a guiding hand my whole life. But I'm glad that she and Robert are together again on the other side. So, wir brauchen einmal Zuckerrohr, damit wir uns mal unseren eigenen herstellen können. Und eigentlich bräuchten wir dann jede Menge Zucker. Aber gut, so ist es wesentlich günstiger. Es dauert zwar sehr viel länger, aber wenn man mal überlegt, es kommen da 5 rein, und ich glaube, da sind immer 5 drin, und wir bezahlen für einmal Zucker das gleiche wie für eine 5er-Packung. Es ist auf jeden Fall günstiger, die zu holen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt brauche. Ich nehme erstmal noch ein bisschen Mehl mit. So, das brauche ich auf jeden Fall. Dann schauen wir mal eben. Ja, Küken können wir ja immer noch nicht kaufen, genau. Ah, hier, 15 Stück brauchen wir. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 3. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass wir 4 kaufen, damit ich für mich dann auch nochmal was anpflanzen kann. So, wir können ja mal noch was nachholen. Mit ihr hatten wir auch, glaube ich, schon gesprochen. Dann schaue ich noch mal eben am Strand, ob da noch irgendwas Schönes ist. Ja, nicht hier am Strand. Wobei, hier könnte man theoretischerweise auch was finden. Nur die Angelstellen. Ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Oder doch? Haben wir gerade einen. Schnappen wir uns den noch mal eben. Ach, wir hätten wieder neuen... Ah, nee. Der war, glaube ich, gar nicht da, ne? Oh! Nur weil du quick rufst, heißt es nicht, dass ich sofort reagiere, weil gerade dann gucke ich extra nochmal nach. Okay, perfekt. Dann können wir auf jeden Fall jetzt noch einmal Fischstäbchen machen. So, da schwimmt nichts Großes, so wie das aussieht. Dann können wir direkt nach Hause. Thomas ist auch da. Also zu Hause, nicht bei uns. Oh, ich bin so gespannt auf die Hühner, beziehungsweise auf die Küken. Und ich kann sie nicht kaufen, weil der Idiot das nicht will, weil er einfach nicht arbeiten will. Das ist so ätzend. So, jetzt machen wir hier erstmal Zucker rein. Zuckerrohr. Nein, das sind nur 4. Wollt ihr mich jetzt... Ach, das sind wirklich nur 4. Hä, waren da nicht 5 Samen sonst immer? Och, nee. Warum ist das eigentlich nass? Ach so, der Boden ist wahrscheinlich noch nass, ne? Können wir nicht nochmal so einen Ernteschubtrank machen? Ernteschub, Wunderwuchs. Wunderwuchs wäre natürlich auch gut. Ernteschub, ah, können wir nicht. Da brauchen wir eine Alraune für. Wunderwuchs, da ach, dafür brauche ich die Fliegenpilze. Da brauchen wir auch die Alraunen für. Das heißt, wir können jetzt im Moment gar nichts machen. Ah, das ist doch doof. Dann mache ich noch einmal Fischstäbchen. Sonst haben wir nur noch Tintenfische, meine ich, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch mal eben schnell in die Mine. Das schneide ich aber raus, weil wenn was Interessantes ist, dann werde ich das kurz mit reinschneiden. Also wenn wir irgendwie einen Schlüssel finden oder was, was, obwohl ein Schlüssel. Das ist halt random. Also eigentlich ist es egal, ob ich es reinschneide oder nicht. Deswegen, ja, ich schneide es einfach komplett raus. Versuche hier nochmal ein bisschen abzubauen mit den letzten... Hello? Is someone here? Oh, as I live and breathe, I forgot you might be here. You again. I saw you before. What's your name? Do you live in Fairhaven? Oh, gosh. Oh, no. I don't think I'm supposed to tell you that yet. What do you mean? I think...
I think I better go. Awful sorry, Tara. How does she appear and disappear like that? Also, how does she know my name? Wie geil ist das denn? Bin ich froh jetzt, dass ich in die Mine gegangen bin. Eigentlich war ich da so ein bisschen genervt von, aber... Hey, wie geil ist das denn? Ich hatte die ganze Zeit gehofft, hoffentlich taucht die nochmal bei Thomas auf. Hoffentlich taucht die nochmal bei Thomas auf. Aber irgendwie... Ich wollte gerade sagen, nee, das ist die gleiche Farbe. Aber irgendwie kam die dann nie. Und jetzt habe ich sie mehr oder weniger schon so ein bisschen vergessen. Und auf einmal ist die aufgetaucht. Das ist ja mal der Hammer. Ja, wie gesagt, also ich werde mich jetzt hier mal noch ein bisschen durcharbeiten und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich auf Nacht geschaltet habe und wir haben keine neue Quest bekommen, ne? Ach nee, doch, wir haben das mit dem Honig bekommen. Nee, dann schalte ich euch nur gleich nochmal hinzu, wenn ich ins Bett gehe, weil das mit dem Honig können wir ja erstmal noch nicht machen, weil wir unseren Honig ja schon bereits verwendet haben. Ja, ich sag schon mal tschüss, bis zur nächsten Folge und gute Nacht. Hey, this looks like a key to the next level. Endlich. Hey, this looks like a key to the next level. Wuhu! Direkt zwei Ebenen weiter, wie geil. Oh, und wie es aussieht, kann ich da draufhauen? Oh nein, es ist ein Amethyst. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Silber. Okay, hier ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche war oder... Ja, das war anscheinend das Gleiche. Da haben wir auch wieder Amethyst drin. Also leider scheinen wir jetzt noch kein Silber zu bekommen. Nehme ich an. Aber wir haben hier in der Ebene Amethysten. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, so tired.